So, heute von der Epicon direkt mal noch einen anderen, eine andere Messe. Heute zufällig doch mal mit dem lieben Jajo. Hi! Heute auch mal in seinem Cosplay. Schicker Typ, gerade die Augen drauf. Ja, was soll ich sagen? Kommt das Gleiche wieder hinaus sozusagen. Wieder eigentlich ganz cool, ein paar Leute getroffen. Wetter heute sehr, sehr stürmisch. Wirklich sehr stürmisch. Es sind extra Leute haben abgesagt, weil es so stürmisch ist. Und muss man schon echt ein bisschen aufpassen. Selber habe ich von dem Sturm noch nicht viel mitbekommen, aber wahrscheinlich ist die Rückfahrt wieder ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung, wie es zu Hause aussieht. Da scheint schon irgendwie auf dem Balkon das abgebrochen zu sein. Jo, keine Ahnung. Mal gucken. Der Schnurris steht. Jo, gut. Dann habt ihr genug von mir gesehen. Ich würde mal sagen, hier haben wir dann ein bisschen was zu sehen. Ein paar Shots habe ich schon gemacht. Schauen wir mal. Leider ist bis jetzt noch kein Interview, aber ich habe ja noch ein bisschen... Ja, nicht mehr so viel Zeit, aber... Sollen wir ein Interview machen? Schauen wir mal. Ey, yo, Rest gibt's dann später. Man sieht sich, peace out. Hey, hello und willkommen zum Part, wo ich einfach über das Video rede. Hinten seht ihr ein paar schlechte Aufnahmen, wie es auf der Epicon ausgesehen hat. Die gute Sabine war draußen, währenddessen schön am Stürmen, während ich da drin war. Es gab auch kurzzeitig eine Art Katastrophenwarnung dort, da sind dann alle abgereist. Ich hatte mir wenig Gedanken drüber gemacht, aber meine Kollegen, die ich mitgenommen habe, die wollten dann auch schnellstmöglich nach Hause. Deswegen bin ich auch dementsprechend deren Wunsch dann gefolgt und bin auch nach Hause gefahren. Ich bin noch ein bisschen länger geblieben, war super interessant, aber konnte noch die wichtigsten Dinge erledigen. Eine wichtige Sache hätte ich gerne noch getan, aber das hat leider nicht funktioniert. Das wäre wahrscheinlich auch für Jam schon ein bisschen interessanter, aber vielleicht gibt es bei der nächsten Messe, da werde ich aber nicht spoilern, was es sein wird, werde ich vielleicht hoffentlich machen können, ein kleines Fazit von der Epicon oder halt kurz ein Storytime, weil ich habe ein bisschen Videomaterial, da kann ich auch ein bisschen was quatschen. Wir sind hingefahren, sind ziemlich schnell reingekommen und man hatte links und rechts entsprechend zwei Hallen und sind wir einmal durchgegangen, war eigentlich alles schön aufgebaut, hier und da war auch noch ein bisschen Platz, aber ein bisschen besser aufgebaut als die Dreamhack. Da war dann bei der Dreamhack wie bei einem anderen Vlog, dass da zu viel Platz noch war. An sich ganz schön, ist halt super, super, super viele Leute in Kostümen, in Cosplays. Da war ich auch in einem Workshop, wie man mit Cosplay anfängt, das war auch richtig klasse gemacht. Hätte man ein bisschen besser abtrennen können, es war sehr laut und ja, aber ansonsten konnte man da wirklich gut interagieren, es war super interessant. Sehr viele schicke Autos mit drin, die dann sehr speziell foliert waren. Sieht man vielleicht auch irgendwo im Vlog, in den Videoaufnahmen, in den schlechten, das sind, sorry, ist halt echt nicht gut geworden. Nochmal viele Freunde getroffen, auch neue gemacht, ein paar schicke Bilder, die kriegt ihr auch dementsprechend gleich eingeblendet. Und sehr viel Spaß gehabt. Da gab es einiges mehr zu tun, verhältnismäßig, als auf der Dreamhack, kam es mir grundsätzlich so vor. Ein paar Stände, Bekannte hatten auch Stände, auch Bekannte von Bekannten hatten Stände. Da gab es dann ein paar schöne Messepreise. Zum Beispiel am Ende seht ihr noch, wie ich mit so einem riesen Teil rumlaufe. Das habe ich auch gekauft. Ich möchte jetzt keine Firmennamen sagen, aber da werde ich... Werde ich auch mal, wenn ich fertig bin, das ein bisschen zeigen, posten. Und ja. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal für den ersten Part genug geredet. Und mal gucken, was ich so als nächstes rede. Kommen vielleicht noch ein paar Bilder. Du musst wieder so bescheuert winken. Jo. Mal ein bisschen Ruhe endlich. Kurzweilig. Kurzweilig. Jetzt gehen wir zum Contest und jetzt... Psch. Ich
Im Hintergrund seht ihr jetzt ein paar, nicht viele, ein paar Bilder, die wir gemacht haben. Also, das sind echt ein paar klasse Leute. Also, hat echt Fun mit denen gemacht, hat mich gefreut, die wiederzusehen. Was ich noch sagen wollte, und zwar, da wir aktuell eigentlich so alles schon abgefrühstückt haben in den vorherigen Vlogs, würde ich nochmal kurz einwerfen, das FPS hat angefangen oder läuft gerade, je nachdem wann der Vlog online kommt. Schaut da mal rein, twitch.tv/germansch, dass ihr da mal einfach mal guckt. Das war so ein bisschen meine Idee. Wenn irgendwas schief läuft oder sowas, dann schiebt das gerne auf mich, gebt mir dann die Rückmeldung. Ich höre mir das auf jeden Fall an. Es ist das erste Event, was ich gemacht habe. Seid ein wenig gnädig, aber wenn wirklich was schief läuft, hey, sagt mir direkt Bescheid, dass ich halt beim nächsten Mal machen kann, weil ich habe ja noch dieses Glitchfest, dieses verglitchte Event, und dass ich das dann auf jeden Fall besser machen kann. Ansonsten schaue ich mal, ob ich hier noch ein bisschen was einfügen kann. Wie gesagt, es gibt halt echt nicht viel German-Technisches zu reden. Ich denke, ich werde einfach mal demnächst mal wieder auf German streamen, wenn es die Zeit zulässt. Und falls dann wirklich was ist, dann kann ich es ja da noch hinzufügen. Aber aktuell war wirklich nur Epicon, ein kleiner Vlog. Natürlich, damit man halt immer die Regelmäßigkeit einhält und dass ihr was zu sehen, zu hören oder sowas habt. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, ich habe dann noch ein kleines Outro von der, wo wir von der Epicon runtergehen. Und ich sehe gerade so beim Videobearbeitung, das letzte Bild ist halt echt creepy. Also wenn ihr das auf der letzten Sekunde anhaltet, das Gesicht ist halt auch klasse. Danke fürs Zusehen, Zuhören. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Flick out. Das war's von der Messe, das war's vom Vlog. Ich habe mir ein bisschen Mist noch gekauft, was heißt Mist? Mal gucken, was fürs Cosplay. Da seht ihr, bye bye. Und das war's auch vom Vlog, war schön. Und ich hoffe, ich überlebe jetzt das Wetter hier, weil Sturm und so. Juhu, vielleicht kann mein Auto fliegen. Mal sehen. In der Hoffnung, dass ihr den Vlog seht und ich nicht irgendwie ein Problem habe. Zum nächsten Mal, tschüss.